beim ersten Schlag. Oh, können wir direkt mal hier testen? Okay. Schwert und wir haben sogar XP gesammelt, schon ein bisschen. Hi, Majbati. So, Errungenschaft freigeschaltet, World Map. Das ist Evoland 2. Das ist das Dorf Nibiru. Wo wir waren. Und wir sollen jetzt in den Wald. Also gehen wir nach oben. Der Grimmmoorwald. Du, bis gleich. Freigeschaltet. Ich bin der Trimmer, okay. Ja, das Spiel hat verschiedene Ansätze. Werdet ihr aber noch sehen. Deswegen heißt es Evoland. Es hat ja gerade mit grün angefangen, ist jetzt schon pixelig farbig. Die Steuerung hat sich auch verändert, ist komplexer geworden. Ein Stern zum Sammeln, einer von 30, okay. Kann man da oben das Gestrüpp wegschneiden? Nee. Ah! Das ist Fina! Hilfe! Fina, ich rette dich! Oh, indem ich erwischt. Naja, okay. Normalerweise komme ich bestens alleine klar, aber wie der Zufall so will, ich hasse Pilze. Danke für eure Hilfe. Jedenfalls, ihr könnt wohl euch immer noch nicht an euren Namen erinnern, oder? Wie wär's, wenn ich einen für euch aussuche? Natürlich. Nur für so lange wie. Also, natürlich nur für so lange, wie ihr ihn braucht, um euch wieder an euren zu erinnern. Mal überlegen, wie könnte man euch wohl nennen? Kuro? Nee. Also, da gibt's Schöneres.
Falke wie der freie Vogel. Falke, ein toller Name. Sagt Falke, wie wär's, wenn ich euch zu eurer Stelle tief im Wald führe? Evo, wie Evolution. An der mein Vater euch gefunden hat. Zum Glück habe ich da eine Karte, die euch wirklich nützlich werden dürfte. Um ehrlich zu sein, will ich selbst in den Wald, um herauszufinden, wo auf einmal all die Monster herkommen. Also, gehen wir? Ja. Fina hat sich euch angeschlossen. Errungenschaft freigeschaltet. A new friend. Jo. Jo ist gleich gerafft hier. Falke hat Stufe 2 erreicht. Yay. Okay, der Baum hier ist im Weg. Jetzt, da wir ein Team sind, müssen wir auch zusammenarbeiten. Die dornigen Büsche dort zum Beispiel. Alleine werdet ihr sie nicht stutzen können, um den Weg frei zu machen. Aber mit meiner Hilfe und durch Konzentration solltet ihr es schaffen. Versucht es mit Konzentration, dann komme ich und helfe euch. Konzentration, also lange gedrückt halten. Seht ihr? Nun gut, dass ich zur Stelle war. Aber bis jetzt, aber jetzt bin ich ganz erledigt. Nachdem ihr mich gerufen habt, muss ich mich erst ein wenig ausruhen, bevor ich weitermachen kann. Okay, fragt ruhig trotzdem. Ich helfe euch nämlich gern, Falke. Okay. Ein Speicherpunkt! Ich scheiß die Wand an. Der Arbeit. Okay. Vorhin hat schon der Laserpoint nach dir gefragt. Wir haben es geschafft. Das ist der Ort, an dem euch mein Vater gefunden hat. Vorsicht! Ich sehe ein paar Dämonen bei der Lichtung. Was haben sie hier vor? Stecken wir uns und sehen alles andere. Verstecken wir uns. Sie sehen alles andere als freundlich aus. Naja, okay. Das war es schon.
Sherry, seid ihr sicher, dass wirklich ein... dass das wirklich ein Megalith ist? Der Professor Kiros Schriftstück ist unmissverständlich. Wenn wir den Megalithen aktivieren, können wir gewaltige Mengen von Magie-Energie abzapfen. Es ist tatsächlich ein Megalith. Genau so einen habe ich vor vielen Jahren gesehen. Er war allerdings kaputt. Wir brauchen eine Energie von diesem Megalithen um jeden Preis. Professor Giros Aufzeichnungen zufolge sollte die Energie des Waldwächters ausreichen, um ihn zu aktivieren. Der Hüter war lange inaktiv und ist bestimmt geschwächt. Ihn zu besiegen sollte nicht das geringste Problem sein. Okay. Bald werde ich mich an den elenden Menschen rächen können. Bereitet euch auf die Beschwörung des Hüters vor. Falke, das ist furchtbar. Sie den Waldwächter aufwecken, greift er vielleicht mein Dorf an. Wir müssen etwas unternehmen. Glaubt ihr, wir sollten sie aufhalten? Ja, es ist riskant. Vielleicht sollten wir jemanden warnen. Aber dafür bleibt keine Zeit. Hüter. Er ist erwacht. Passt auf! Er ist stärker, als wir erwartet haben. Soll sich das Ding doch bei der Zerstörung des Dorfes verausgaben? Wir kommen anschließend wieder und erledigen es. Oh nein! Wenn wir nichts unternehmen, wird er mein Dorf angreifen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Ich wusste doch, dass auf euch Verlass ist. Ich werde helfen. Unternehmt bloß nichts Unüberlegtes, okay? Hüter des Waldes. Okay. War jetzt nicht so. Nochmal. Alter! So. Du hast es, wenn Steam automatisch Updates ausführen, okay. Hey, Punkte! Ja, super. Ist da drunter, will ich aber auch.